Freunde und herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Hinter mir seht ihr schon, da steht ein Supercar und mit dem werden wir gleich durch die Rocky Mountains pesen. Der gute Lambo da hinten, richtig schönes Fahrzeug. Und ihr erinnert euch vielleicht, visitthusa.com hat mich hierhin eingeladen, ins schöne Colorado, in die Ecke von Denver, um hier richtige Abenteuer zu erleben. Und ihr habt ja vielleicht schon das letzte Video von diesem unglaublichen Trip gesehen, wo wir richtig geilen Roadtrip durch Colorado hatten. Obendrauf noch viel gesehen, die Stadt Denver und vieles, vieles mehr. Ja, und heute wird es noch viel spektakulärer, denn neben den Supercars werden wir die Rocky Mountains besuchen, den Naturpark, das wird auch geil. Und obendrauf noch ein richtiges Baseballspiel miterleben, da war ich ja auch noch nie. Heute zum ersten Mal also bei einem Baseballspiel in diesem Video. Jetzt springen wir aber erstmal in die Karren und dann geht's ab durch die Canyons. Was für eine Motorpower. 540 PS oder so hat das Teil. Also das geht auf jeden Fall ab. Jetzt müssen wir da den Wohnwagen holen. Unfassbar geil das war, mit dem Lambo da durch die Gegend zu brettern und diese wunderschöne Naturlandschaft zu sehen. Also es war wirklich klasse. Natürlich kein Posing, ich habe mir das einfach mal gegönnt und vielen Dank nochmal für den ganzen Support. Ja, auch an die Jungs hier von dem Laden, denn die haben hier noch einige andere geile Karren stehen. Die will ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel hier, ein netter Ferrari mal ebenso. Hier vorne, ein fetter McLaren. Obendrauf, mal eben so ein dicker Porsche. Hier auch noch ein älterer Porsche, natürlich ein alter Klassiker, eine Legende das Modell. Und wenn wir jetzt hier rüber schwingen uns mal, dann seht ihr schon da vorne noch ein schöner Nissan mit Full Power und hier der gute Audi R8 und da vorne natürlich noch ein Porsche. Also das ist wirklich richtig krass, was hier abgeht. Kann man sich übrigens alle leihen und dann mit den Karren hier durch die Canyons düsen. Ich habe mich für den Lambo entschieden, weil ich den ziemlich fett finde. Naja, und jetzt geht es auf jeden Fall mit unserer normalen Schüssel wieder zurück nach Denver. Und da werden wir zum richtigen Baseballspiel gehen. Habe ich noch nie mitgemacht und ich freue mich riesig darüber. Und ihr seid natürlich dabei. Da sind wir auch wieder zurück in Denver und jetzt steht das erste Baseballspiel meines Lebens an. Die Denver Rockies gegen Miami, das wird auf jeden Fall ein richtig lustiges Spielchen und ich werde das natürlich alles mitnehmen, mit Hot Dogs, mit allem drum und dran. Ich freue mich riesig und ihr kommt jetzt mit rein in die gute Stube, das Stadion. Schwede, was für ein riesiges Stadion das ist. Die Amerikaner feiern natürlich Baseball übelst ab. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt kaum aus, aber finde es umso geiler, mal hier zu sein. Muss wirklich sagen, ich bin richtig geflasht. Das ist ein richtiges Event hier. Und guckt mal hier an. Ey, guckt euch mal dieses ganze Stadion hier an. Das ist riesig, was hier los ist, liebe Freunde. Jetzt wird gleich die Nationalhymne gesungen. Da unten sind auch ein paar Kids, die werden das gleich singen. Und hier vorne auch die Leute am Rumrennen. Hier die Teams treten gleich auf. Also echt mal spannend, muss ich sagen. Und alle sind begeistert. Jetzt gehen wir uns einen Hotdog holen. Jo, und den kann ich mir jetzt belegen. Richtig geil. Mit Senf, Ketchup. Hier gibt es auch noch Sweet Relish und noch anderen Ketchup. Und hier noch Onions und so weiter. Und da baller ich mir jetzt was drauf. Guck mal, ihr seid live dabei. Okay, ob ich treffe? Ob ich treffe? Oh. So sieht der Hotdog jetzt am Ende aus. Mmh, richtig lecker, richtig lecker. Und dann probiere ich jetzt mal. Mmh. Liebe Freunde, das schmeckt bombastisch. Mmh. Ich glaube, ich gehe noch öfter zum Baseball-Game. Mmh. War richtig cool, dieses Baseballspiel. Und jetzt geht's rüber nach Estes Park, supergeiler Nationalpark. Bei den Rocky Mountains wird richtig, richtig lustig. Ja, ein bisschen durch die Nacht pesen und dann gibt's Naturlandschaft satt, wird richtig, richtig schön. Versprochen. Endlich angekommen in Estes Park, bei Nacht sind wir hier rüber gedüst, haben wir noch einen Kojoten gesehen, richtig cool, den konnte ich leider nicht filmen, weil der war zu schnell fortgerannt, aber sah auf jeden Fall sehr nice aus hier, auch
bei Nacht die Kulisse, wenn man hier rüber gedüst ist. Tagsüber sieht man natürlich jetzt viel mehr und die Sonne ist auch rausgekommen. Das ist ja richtig nett, denn wir düsen jetzt rüber ins Naturschutzgebiet. Also von Estes Park, wo wir uns gerade befinden, ins Naturschutzgebiet. Und da gibt es ein absolut traumhaftes Bergpanorama. Hier ist das schon traumhaft, aber da wird es noch traumhafter. Also, let's go, weiter mit dem Roadtrip. Was für ein krasses Bergpanorama. Wir brettern hier gerade durch die Canyons und ich bin richtig glücklich, das mal sehen zu können. Vor allem bei diesem traumhaften Wetter. Das sieht super schön aus, wie die Sonne hier drüber strahlt, über diese Berge und da die ganzen Tannen und alles weitere. Und das Ding ist, es gibt hier auch Elche und andere Tiere, so Bären und Pipapo. Und die Elche sind im Moment ziemlich gut drauf. Ich glaube, die sind der Brunftzeit oder so. Deswegen sollte man sich an die nicht zu nah ranwagen. Aber vielleicht sehen wir davon ja sogar noch einen. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall jetzt erstmal weiter in den Nationalpark. Der Visitor Center und hier gibt es schon verschiedene kleine Ausstellungen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, bevor es dann in den richtigen Nationalpark geht, weil hier sieht man schon, was für Tiere es hier gibt und so weiter und so fort. Survival im Winter. Yeah, Survival kennen wir uns ja mit aus, spielen ja gerne Survival Games, ne? Und hier seht ihr Kojoten, wo wir einen gestern auch über die Straße laufen gesehen haben. Und obendrauf gibt es hier verschiedene Vögel. Und guckt mal den kleinen Mats hier an. Wie süß ist der denn bitte, oder? Richtiges Geweih, wie groß das ist, oder? Guck mal meine Hand hier im Vergleich. Wow, nicht von schlechten Eltern, also von irgendwelchen Hirscheltern. Die sogenannten Big Horns. Und da oben auch noch ein Kandidat. Hier, der Habicht. Ein echt cooler Raubvogel, wie ich finde. Ist noch was kleiner, der ist nicht so ein Raubvogel, aber verdammt putzig. Und diese Dachse, die sehen zwar sehr harmlos aus, aber man muss sagen, die sind auch nicht ohne. Die können richtig fett zubeißen. Also, au! Bambi ist natürlich auch hier, sogar mit kleinem Rehkitz. Ach, wie niedlich. Der Meister Biber ist auch am Start und es ist schon unglaublich, was die Jungs hier für Staudämme bauen können und so. Du. Ah, und kleine Hunde gibt's hier natürlich auch. Hello. Hey, my friend. Ja. Wir sind hier beim Fall River Visitor Center und wir düsen jetzt hier rüber über den höchsten Highway Amerikas zum Alpine Visitor Center. Und da bin ich mal gespannt, was wir unterwegs noch sehen werden. Let's go. Jetzt einfach mitten auf der Straße. Wie cool ist das denn? Der geht da vorne zum Auto. Okay, ich glaube, wir können jetzt im Moment, die Leute sind natürlich stehen geblieben, weil das ist natürlich ein Spektakel. Da vorne sind auch noch weitere Elche. Ich bin gespannt, was der jetzt vorhat. Da vorne ist gerade echt ein riesiger Hirsch. Sollte man sich allerdings nicht zu nah ranbegeben, denn die Dinger können wirklich gefährlich werden. Aber guck mal, wie schön der da chillt. Und jetzt guck mal hier, das Bergpanorama daneben. Wunderschön hier einfach. Wow. Hallo. Und hier noch zwei wunderschöne Exemplare. Boah, sehen die cool aus, oder? Und jetzt gerade auch, wie die Herbstblätter darunter kommen. Was für ein wunderschönes Naturpanorama. Spitze. Wirklich traumhaft schön ist hier einfach. Ein absoluter Traumort. Und jetzt guckt euch mal bitte diesen Blick hier an, ey. Ist das nicht der Oberknaller? Guckt mal da ganz hinten in die Ferne und da seht ihr auch die Berge. Und ja, wir sind ja jetzt schon ziemlich hoch, 2.000-3.000 Meter Höhe. Und es geht immer höher hier über den höchsten Highway Amerikas. Die Luft
Luft wird immer dünner, denn wir sind jetzt bald auf annähernd 4000 Metern Höhe. Man merkt das auch wirklich. Man muss auch viel Wasser trinken dann in diesen Höhen. Aber es ist einfach unfassbar schön. Und jetzt halten wir mal hier vorne, denn von hier aus können wir nochmal einen unglaublichen Blick über dieses ganze Bergpanorama riskieren. Guck mal, die kleinen Eichhörnchen da. Guck mal, wie die rumflitzen hier. Wie süß sind die denn bitte, ey. Neben der Höhe gibt es ja noch, guck mal, da ist der Blick und da sind die Viecher. Oh, guck mal, der ist an meinem Fuß. Keine Bäume wachsen mehr hier oben, weil wir ziemlich hoch sind. Die Luft, wie gesagt, wird sehr, sehr dünn. Und ihr müsst euch das jetzt bitte mal anschauen hier. Diesen Blick über dieses ganze Panorama. Das ist einfach der Wahnsinn, wie das hier aussieht, liebe Freunde. Wirklich unfassbar unglaublich. Ich switch mal hier rüber. Es sind natürlich auch ein paar andere Touristen hier am Start. Und dieser Ort, das ist ja wohl einfach mal mega schön. Ich gehe da vorne nochmal mit euch lang. Ich habe hier meine super Kamera. Und dann kann ich jetzt hier mit euch noch so ein bisschen langlatschen. So, jetzt bin ich hier nach ganz oben gekraxelt quasi. Das ist einfach unfassbar. Ich stapfe hier mit den Füßen quasi im Schnee. Und wenn man sich das jetzt hier mal gibt, Leute, guckt mal die Wolken. Wir sind teilweise über den Wolken. Das ist so wunderschön hier. Ach Mann, ey, ich freue mich richtig, dass ich das mal erleben darf. Und vielen Dank echt an visitusa.com. Das ist einfach der Hammer. Jetzt sind wir hier beim sogenannten Great Divide. Und ihr wisst ja vielleicht, die Rocky Mountains sind sehr hoch, haben viele, viele Berge. Habt ihr jetzt in diesem Video offensichtlich auch mitbekommen. Sie sind aber auch eine der größten Süßwasserquellen Amerikas. Und von hier aus starten auch diverse Flüsse. Und die fließen dann entweder Richtung Atlantik oder Richtung Pazifik. Und das ist natürlich ein richtiges Phänomen und bedeutet natürlich auch jede Menge frisches Trinkwasser. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber. Da vorne ist nämlich ein traumhafter See. Rocky Mountains, Schnee, Sonne, Regen und ein unglaubliches Naturpanorama. Ihr habt es ja gerade gesehen. Wie schön ist das denn hier bitte? Ist echt der Oberknaller. Ja, und wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Höhenmeter zurückgelegt, noch ein paar Kilometer zurückgelegt. Und hier hinter uns befindet sich einfach ein traumhafter See. Es ist richtig, richtig schön hier. Ich kann es immer wieder nur betonen. Und was wir nicht alles erlebt haben in Colorado. Auch der Roadtrip zu Beginn mit den heißen Quellen. Und natürlich auch Denver und das Baseballspiel und die Supercars. Und jetzt hier, Mann, habt ihr hoffentlich die letzten Videos auch gesehen hier, wo wir schon unsere Abenteuer erlebt haben. Oben drauf habe ich ja super viel bei Instagram gepostet. Auch nochmal ganz herzliches Dankeschön an visitusa.com, dass die uns hier eingeladen haben, denn das war auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Reise. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr mitgeschaut habt. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Reise wieder dabei, wenn der Sarazza wieder die Welt erkundet. Das war's aus Colorado und wir sehen uns wieder im nächsten Video.